Hey Leute, was geht? Pro uns hier. Letzter Reminder. Morgen droppen wir mit unserer Brand Lucid Dreams unsere erste Kollektion. Das Feedback von euch zu unserer Marke und zu unserer ersten Kollektion ist einfach geisteskrank. Wir haben über Instagram einige Early Access Codes verlost und es sind jetzt schon, bevor der Shop online gegangen ist, mehrere hundert Bestellungen eingegangen. Das ist einfach nur heftig. Morgen am 9.3. von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr abends werden die Artikel im Shop sein und man wird sie hoffentlich auch über den gesamten Zeitraum kaufen können. Es sei denn, ihr eskaliert so sehr, dass die Fabrik uns sagt, wir haben nicht genügend Stoffe und wir müssen hier an dieser Stelle einen Cut setzen. Wir sind bei der ersten Kollektion extra auf Vorbestellung gegangen, damit so gut wie jeder, der was haben möchte, auch etwas bekommt. Denn unser Ziel war es nicht, nach 5 Minuten sold out zu sein mit der ersten Kollektion, sondern jeder, der die Artikel feiert und der sich von der Qualität ein Bild machen möchte, der soll auch die Möglichkeit haben, was zu bekommen. Generell wussten wir natürlich vorher nicht, wie viele Artikel insgesamt verkauft werden, was die beliebtesten Größen sind, ob ihr mehr auf Basic oder auf ausgefallene Sachen steht und. Also nehmen wir die erste Kollektion so ein bisschen als Erfahrungswert für die Zukunft. Da wird noch geiler Stuff kommen. Nachteil von den Vorbestellungen ist natürlich, dass es 4 bis 5 Wochen dauert, bis die Sachen ankommen. Aber es kommen geile Pieces zu euch, wenn ihr euch was bestellt. So viel dazu. Morgen dran denken. Lucid Dreams droppt seine Kollektion. Für alle weiteren Informationen der Instagram-Seite Lucid Dreams Klo folgen. Link dazu ist in der Beschreibung. Wir gehen rein in das heutige Video und es ist eine kranke Discard-Challenge, die wir live im Stream gemacht haben. Es sind Millionen Coins flöten gegangen. Wir haben verschiedene Challenges gemacht, die wir uns selber gestellt haben. Boah, wenn ihr sowas häufiger in Streams sehen wollt, ich meine, sowas gibt es sonst gar nicht, Live-Discard-Changes, lasst einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid und jetzt viel Spaß mit einigen Discards. So, es wird direkt wild, weil wir ja bei Discord-Formaten wie Scoppler Battle und so selten dran sind mit Discards, machen wir uns das Leben hier im Stream jetzt selber hart. Wir haben 2 garantierte What-If-Sets, wir werden 1 discarden und 1 behalten. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir das erste Pack behalten. Das, was hierbei rumkommt, darf in meinem Verein bleiben. Das, was im zweiten kommt, das muss in der SBC. Ich hoffe, wir haben es richtig entschieden. Ich hoffe, der erste ist der bessere. Boah, geht das jetzt richtig mit Adrenalin. Der bleibt bei uns. Bitte Frankreich oder irgendwas Freshes. Boah, kommt es auf jeden Fall, aber das glaube ich eh jeder. Nein, nicht in Verteidiger, nein. Ich habe den, glaube ich, schon. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe den schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir hätten nicht mehr rasiert werden können. Das ist der einzige, schon an Trade will haben auf dem Fall, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also sind jetzt beides Discard Packs. Wir müssen den discarden und wir müssen den anderen gleich auch noch discarden. Digga, hätte ich bloß bei dem gesagt, dass wir ihn abstoßen. Also müssen wir jetzt beide abstoßen. Oh, es hätte nicht schlechter laufen können. Es hätte nicht schlechter laufen können, außer dass wir auf den, auf dem anderen Account jetzt Kanté kriegen. Das wäre noch schlimmer. Leute, seid ihr ready für das Discard-Pack? Es waren jetzt beides Discard-Packs. Es lief so schlecht, wie es nur laufen konnte. Jetzt fehlt nur, dass hier noch Sancho oder Kanté vorbeischaut. Wir machen es auf. Der Spieler, der kommt, der wird ja weggeschmissen, in der SBC getan. Mit den USA oder so. Oh mein Gott! Was passiert hier heute? Wir werden in diesem Stream komplett auseinandergenommen, glaube ich. Oh mein Gott! Smalling? Ja, ist dick was wert so. Und der geht jetzt erst von der SBC. Hätte ich es einfach andersrum gemacht. Hätte ich es einfach andersrum gemacht. Der ist sogar noch mehr wert, als ich gedacht habe. Warum habe ich nachgeguckt? Der hätte ich nicht einfach denken können, der kostet 400k, der kostet knapp 600. Jo, Mann, der SBC ready. Ja, läuft bei uns, Smalling. Danke, dass du da warst. Den werden wir auf jeden Fall leider nie wiedersehen. Scheiße, ey. Ach, die Scheiße. Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch wenigstens unterhalten hier von den Risiken, die wir eingehen. Okay. Wir haben uns gemeinsam mit dem Chat was überlegt. Wir haben 3 Draft-Side eine Challenge zu erreichen. Das haben wir schon mal gemacht. Letztes Mal war die Challenge, dass wir innerhalb von 3 Drafts eine 188 erreichen mussten. Das haben wir direkt gepackt. Diesmal haben wir das erhöht. Wir müssen eine 189 erreichen und wir müssen im Laufe des Drafts 3 What-If-Player auswählen. Bei denen ist es egal, ob die in der Starterelf sind oder auf der Bank chillen.
Aber wir müssen drei What-If-Player nehmen. Das heißt, wenn wir hier einen Ronaldo, Totti und einen What-If, der eine 85 hat, zur Auswahl haben, müssen wir wahrscheinlich den What-If nehmen. Das haut natürlich das Rating runter, aber so haben wir eine doppelte Challenge. Das heißt, ja, wenn wir drei What-If-Spieler haben, aber das Rating nicht erreichen, verkackt. Wenn wir das Rating erreichen, aber nicht drei What-If-Player haben, verkackt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wenn wir es nicht hinkriegen, müssen wir hier live im Stream eine Icon discarden, eine random Icon. Also, ab geht's. Draft-Token wird verwendet und wir gehen rein. Muss bei 189 100 Chemie sein oder 100 oder geht auch 90 und 99 Chemie? 90 und 99 Chemie geht auch, aber wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Okay, die Formationen, die wir hier haben, die sind echt ein großer Krampf. Welche Formation kann man denn nehmen? Hier kriegt man eigentlich immer Messi und so, aber hier ist es schwer, auf Chemie zu kommen. Die Formation fühle ich jetzt nicht so. Außenverteidiger sind meistens nicht so nice. Komm, 3-4-3, gehen wir rein. Das ist unsere Formation. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich in einem Draft, glaube ich, Mbappé Totti bekomme. Ich hatte den Recordbreaker mal, aber den Team of the Year tatsächlich noch nie. Das ist in meiner Augen der seltenste Spieler in Drafts und wir gehen direkt mit dem rein. Das ist frisch, jetzt hier Neymar, dann sind wir auf einem guten Wege. Ja, 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 der Link ist da. Der Link ist da, es startet gut. Das große Problem gerade ist nur, wir können halt nicht garantieren, dass wir die What-If-Player kriegen. Also, wir müssen die What-If-Player bekommen. Wir gehen mal hier hin. Messi vielleicht oder so. Di Maria, ey. Wir machen die Chemie einfach vorne voll. Salah ist natürlich best. Wir nehmen Di Maria mit für die Chemie. Und gehen dann mal ins rechte Mittelfeld. Hier kriegen wir eigentlich immer Kramspieler. Wäre cool, wenn hier ein What-If dabei wäre oder so. Hell nah. Hell nah. Okay, der Kollege wird ausgewählt. Das Problem ist, man hat immer eine bestimmte Anzahl an schlechten Picks auch. Der erste What-If ist da. Der erste What-If ist da. Let's go! Und ja, ich hoffe, dass am Ende nicht so viele schlechte kommen. Erster What-If. Und was Rating und Chemie angeht, sind wir eigentlich auch auf einem guten Dampfer, würde ich sagen. Nein, nein, Rakitic für den Link. Pogba als Franzose. Das ist wichtig. Wir müssen Pogba mitnehmen. Der kommt mit. Linkes Mittelfeld. Franzose aus der Premier League. Rashford. Warte, ist kein Franzose. Aber Rashford als LM-Karte wäre jetzt ein Traum. Damit gehen wir auf Nummer sicher, was Chemie angeht. Bamba. Er wäre der perfekte Mix. Der beide connected. Ich meine, Neymar ist sowieso schon auf voll. Er ist halt noch ein bisschen besser. Komm, wir nehmen Bamba mit. Der sieht sehr fresh aus. Let's go. Ein What-If haben wir. Einfach Smaxy What-If. 1 zu 1, ne? 1 zu 1 einfach eher. So, gib mir den zweiten What-If. Ich habe ein gutes Gefühl. Icon! Perfekt für die Chemie. Der wird später zentraler Innenverteidiger. Strong gegen zu Pogba. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Diesen Müll. Marquinhos kann ich ins linke, in die linke Innenverteidigung stellen. Perfekt. Was kommt hier? Zack. Zack. 94 Chemie auch schon. Was passiert hier? Was kriegen wir für ein geiles Draft? Am Ende kriegen wir hier 190 einfach auf spontan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also wenn der Keeper keine Chemie kriegt, kann man eigentlich nach Hause reisen. Ah, der, wo spielt der? Lenz, okay. Okay, okay, okay. Es wäre nur 188 bisher. Wir haben weder die 189 erreicht bisher, noch haben wir drei What-Ifs. Also es ist prinzipiell von der Ausgangssituation kein schlechtes Draft, würde ich sagen. Aber wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht. Noch gar keins, um genau zu sein. Carvajal ins rechte Mittelfeld wäre schon mal ein Upgrade. Ich glaube, da kriegen wir aber noch was Besseres. Oder sollen wir auf Nummer sicher ihn schon mal nehmen? Falls nichts Besseres kommt, dass wir den Non-Rare loswerden. Muss man eigentlich machen, ne? Muss man eigentlich machen. Zack, dann wäre die Chemie trotzdem voll. Rating geht auch nicht hoch. Was machen die mit mir? Wo bleiben die What-If-Player? Please, please, please. Highest Rating müssen wir mitgehen. Naja, keine andere Chance. Wir brauchen einen neuen Keeper auf jeden Fall noch. What-If? Rashford, warte mal, 89. Ne, bringt uns nichts, weil der Marquinhos auch nicht voll ist. Lewandowski, 93 für die Ersatzbank. Zack. Hier passiert nicht viel irgendwie. Die wollen keine What-Ifs können. Was machen die? Ich meine, ich nehme Salah mit. Mané kriegt man vielleicht noch als Totti-Nomini.
Hilfe! Hilfe, bitte helfen Sie mir! Was kriege ich hier für Spieler? Okay, ich muss eigentlich sogar den mitnehmen, weil der im Tor sogar nochmal besser ist als der Torwart, den wir haben. Ne, warte, der ist zweite französische Liga. Also, ne, den will ich dann doch nicht haben. Nehmen wir Traoré. Bruder, ich glaube, der Draft wird nichts, obwohl es gut gestartet ist. Lenglet bringt uns nichts. Warte mal, wenn wir Lewandowski tauschen. Hey, wir kriegen das Rating nicht hoch. Wir kriegen einfach das Rating nicht hoch. Ciao Icon, würde ich schon mal sagen. Digga, ist es überhaupt möglich, mehrere Wortlifts hier zu kriegen? Ach du Kacke. Was ist das für ein Bild von Reus? Der ist ja richtig abgefuckt aus auf dem Bild. Wir müssen die Wortlifts spielen in die Startelf. Nee, wir müssen nicht in die Startelf, aber man kriegt ja nicht mal drei Wortlifts scheinbar. Und man kriegt auch keine 189. Also wir haben gerade einen Draft, was weder das eine noch das andere erfüllt. Thiago, ja. Digga, das wird hier, glaube ich, am Ende eine 187 sogar. Wobei der Ersatzkeeper noch carryen kann. Aber woher jetzt zwei What-Ifs kriegen? Wir nehmen erstmal den Ersatzkeeper. Ja, das war's. Das war's. Ja, das hier ist französische Liga. Kann man hier reinstellen, dann ist man den wenigstens los. Ey, wir kommen nicht mal auf eine 189. Manu. Manu. Ja, und wir haben auch nicht die drei What-Ifs erreicht. Wir haben einfach gar nichts geschafft. Das ist so geil gestartet, wir haben gar nichts geschafft. Bruder, woher? Woher sollen die What-Ifs kommen? Also wir wissen auf jeden Fall jetzt für die zukünftigen Drafts hier in dieser Challenge. Das war jetzt der erste Versuch, können wir auch direkt notieren. Dass jedes Mal, wenn wir einen What-If zur Auswahl kriegen, wir den auch nehmen müssen. Egal, wer die anderen sind, die zur Auswahl stehen, weil What-Ifs scheinen hier verdammt selten zu sein. Also wir haben insgesamt eine 188, wir haben gar nichts erreicht mit diesem Team. Wir haben einfach gar nichts erreicht, trotz Totti und allem. Was passiert hier, Mann? Was passiert hier? Geh mit der hier, 422 ZDMs kann auch mal gut sein, wir gehen mit der. Alter. What if? Nice. Number one. Number one. Yes. Wir sind drin. Jetzt muss der daneben aber eigentlich einen Strong Link oder irgendwas zu ihm haben. Damit es vielleicht aufgeht. Oh, holy shit, man. Holy shit. Wir nehmen Robert Lewandowski mit. Was auch noch in so einer Version. ZOM. Drei Spieler. Drei Ligen, nicht ein Link. Also normalerweise würde ich jetzt Dreieck drücken und das Ding auffüllen und einfach wegmachen. Aber dadurch, dass wir gerade eine Challenge haben, wo es um einiges geht, ist das nicht drin. Das ist nicht drin. De Jong. Pogba. Fuck, De Jong. Wie komme ich, glaube ich, nicht auf Chemie? Eriksen. Ja, passt zu Nainggolan, aber die sollen beide nicht in die Startelf am Ende. Sag ich euch, wie es ist. Die sollen beide am Ende nicht in der Startelf sein. 85er ZDM ist zu schlecht. Ich nehme De Jong. Und versucht das hier noch zum La Liga-Team umzubauen. Groß, okay. Kimmich auch cool, aber groß. Groß, groß, groß. Weil Kimmich linkt zu. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf, Mann. Wir müssen Kimmich dann mitnehmen. Damit wir Lever drin haben. Da haben wir wenigstens einen High-Rate in der Startelf. Casemiro linkt nach außen. Busquets linkt auch nach außen. Wir brauchen einen anderen ZOM. ZOM muss eigentlich eine Icon sogar sein. Ich muss Busquets auch mitnehmen. Ey, was ein schimmliges Draft. Was ein schimmliges Draft an dieser Stelle. Gibt Davis Totti. Ja, genau, zweite Bundesliga. Genau, genau. Yo, also, ich bin hier am weiße Fahne schwenken, Mann. Das wird nichts. Trend. Oh, De Jong ist halt auch noch nicht voll, Mann. Ich muss De Jong erstmal voll machen. Ich muss Navas mitnehmen. Wir müssen Chemie erstmal voll kriegen. Chemie ist an erster Stelle wichtiger so als Rating. Alaba. Notfalls als Linksverteidiger. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Fabinho bringt gar nichts. Wir nehmen Alaba. Notfalls als Linksverteidiger. 6 hat er da. Ist okay. Ist okay. Varane. Ramos. Ramos und Varane. Ramos. Ja, ja, ja. Aber woher jetzt die anderen drei What-If-Player? Ramos erstmal rein. Wir brauchen einen guten Keeper, bitte. What if Keeper? Bruder. Bruder. Wir haben ein 87er Rating. Wir müssen da zwei Ratingpunkte hoch, Chemie hoch und What if Player noch finden. Was haben wir uns hier für eine Challenge gemacht? Vasquez, okay. Wir brauchen eine Icon für Setup. Anders kann das hier kaum was werden.
Rechts, Mittelfeld. Haben wir gar nicht die Position. Ich bin Salah für Rating auf der Bank. Bitte. Oh! Und dann einfach ein Future-Star, nicht mal What If. Ach du Scheiße, aber den können wir vielleicht als Innenverteidiger nutzen. Dann können wir auch gleich Jordi Alba nehmen, wobei macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ist egal, können wir auch den Kollegen nehmen. Zack, der kommt rein. Ach du Scheiße. Ah, bitte, bitte! Macht es wenigstens spannend jetzt. Pope fürs Tor, hier ist nichts dabei. Hier ist einfach nichts dabei, Pope. Wir sind gleich im letzten Versuch, Mann. Was soll ich sagen, ey? Was soll ich sagen? Pate, also es ist auch ein komplettes Kampfteam, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn nicht mal ein Z-Ram, der irgendwas kann. Oh, ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, das schlechteste Draft, was ich je bekommen habe. Oh mein Gott! Was machen die? Ja, Mann, krank. Goldener David Silva, krank. What a feeling, man. What a feeling. Also, wir kommen auf 100 Chemie. Ja, und das ist sogar komischerweise knapp dran. Ja, das ist so, glaube ich, 188 am Ende. Das ist keine 189. Na, was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen? Uiuiui, diese What Ifs, richtige Rarität scheinbar. Oh mein Gott, so ein neuer Totti zum Ende, der holt halt nochmal richtig Rating raus. Aber wir haben schon wieder weder das Rating noch die What-Ifs erreicht. Ach du Scheiße. Also wir haben einen letzten Versuch noch. Und ich sag mal so, die Chancen stehen echt richtig scheiße, dass wir das hinbekommen. Wir holen einen Manager. Ja, wir haben wieder nur 188 mit einem What-If. Genau das gleiche wie eben. Genau das gleiche. Also jetzt brauchen wir einen Draft, das killt. Ansonsten sagt hier eine Icon Ciao. Und ich sehe schwarz gerade. So. Letzter Versuch, eine 189 mit drei What-Ifs zu kriegen. Ich glaube, das wird unmöglich. Also wir können uns gleich schon mal alle darauf freuen, dass hier eine Icon abgestoßen wird. Muss groß. Was sagen die Formationen? 4-2-2-2 und 4-2-3-1 haben eigentlich beide Potenzial. Es ist ja kacke, dass man gar keine Flügelspieler hat. Aber im ZDM und ZOM kann man viele Icons und so kriegen. Und auch Tottis. Ich nehme die 4-2-3-1 mit. Die letzte Chance, was zu reißen. Robert Lewandowski als Team of the Year. Team of the Year ist nice, aber wie soll man Robert Lewandowski auf Chemie kriegen? Es gibt kaum gute ZOM-Spieler aus der Bundesliga, die jetzt richtig krasse Ratings haben. Ganz großer Krampf. Ich schreibe es auch schon mal rein, damit alle Bescheid wissen. Es ist der allerletzte Versuch. Letztes Mal haben wir es geschafft, letztes Mal durften wir die Icon behalten. Ich glaube, diesmal sieht schlecht aus. Nächster Spieler, ZOM. Reus und Brandt. Brandt, ja, ist nochmal vom Rating erhöhen. Nehmen wir mit, aber es ist kein What-If-Spieler. Gibt es kein What-If aus der Bundesliga? Das wäre sehr nice. Müller müssen wir mitnehmen für die Links. Nice, okay, okay, okay. Wir haben ein gutes Dreieck hier oben gebaut. Jetzt noch eine Icon oder ein What-If. Warum sind diese What-Ifs so selten? Ja, die da, wie oft chillig. Warum sind diese What-Ifs so selten? Gib mir Kimmich im ZDM, den Team auf dir. Dann habe ich Hoffnung, dass es vom Rating her passen könnte. Ah, Delaney. Casemiro. Drei Rating-Punkte Unterschied. Ich glaube, ich nehme Casemiro und ich gehe hinten dann auf La Liga, weil Innenverteidiger aus der Bundesliga und so kriegt man eh nicht. Ich nehme Casemiro. So, und hier jetzt vielleicht ein Kimmich. Oh, jo, 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 krieg ich einfach irgendeinen. Ha, Zanetti oder so? Quadrado, wie soll ich den einbauen, Mann? Die können alle nicht eingebaut werden. Rafinha, bruh. So ein oranger Link bringt uns auch nichts. Ich nehme dann Quadrado fürs höchste Rating. Bitte, bitte. Ach, Van Dijk, Junge! Ja. Oder Chiellini einfach mal nehmen. Und dann anderen ZDM später. Hätten wir Delaney genommen, aber kann man nicht wissen. Die Wahrscheinlichkeit wäre so groß gewesen, dass das mit spanischer Liga weitergegangen wäre. Alaba. Wo bleiben die What-If-Spieler? Ja, den kann man auch im ZDM nutzen, notfalls, ne? Zack. Seit. Passt sogar gut. Davis, bitte.
Junge, die geben uns gar nicht die Möglichkeit, hier was zu machen. Warum machen die so? Jordi Alba ist eigentlich leicht zu linken und Ramos so später. Ich kann hier nicht Buffon nehmen. Ich muss Ter Stegen nehmen und hoffen, dass Piqué kommt. Also Buffon hat ein 82er Rating, also es passt alles schon wieder vorne und hinten nicht. Also ja, wir haben die auch teilweise, glaube ich, nicht perfekt gebaut, aber... Also es wäre auch gar nicht möglich gewesen, mit den Karten, die wir bekommen haben, die Challenge zu meistern bis zu diesem Punkt. Diaby. Ayoyoyoyoy, was machen die, Mann? Martial, geil. Das sind... Ach, ich bin gebrochen, Mann. Beim Draft-Bauen gebrochen einfach. Ich wollte uns die Challenge ein bisschen schwieriger machen als letztes Mal, aber es war nicht der Plan, uns die Challenge unmöglich zu machen. Und David Silva, ist egal, wen ich hier nehme. Ich sage ehrlich, ich habe eigentlich schon aufgegeben. Wir haben What If dabei, wir müssen den nehmen, damit wir das vielleicht... Vielleicht kriegen wir wenigstens drei What Ifs so, um zu merken, dass das möglich gewesen wäre. Aber, ja, was kriegen wir hier? Ja, seid gehypt. Auf dem Discord-Pack, F im Chat, ja. Ich sehe die Fs im Chat. Ja, ich hänge wie so ein Schluck Wasser an der Kurve, ist mal gar kein Spaß gerade. Mit jedem Spieler, den ich abhole, komme ich meinem Discord näher. Ich will nur sehen, ob hier noch ein What-If gekommen wäre. Also ich glaube, wir hätten sogar die Challenge machen können, ein What-If und eine 189, das wäre unmöglich gewesen, wär, ja. Überhaupt 189 hätten wir nicht geschafft, wir hätten nicht mal mehr als ein What-If geschafft. Also das sind drei richtige Schnaps-Drafts. Ich bin mir sicher, wenn EA gegönnt hätte, wäre das möglich gewesen. 189 mit 3 What-Ifs wäre möglich gewesen. Aber wir haben halt 3 Drafts bekommen, bei denen nicht so wirklich gegönnt wären. Das letzte war jetzt das Schlimmste. Und ich habe vorhin gelesen im Chat, ihr wolltet es für ein Icon-Roulette machen, um herauszufinden, welche Icon discarded wird. Ja, ich würde sagen, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Es wird ausgelost, welche Icon wir discarden werden. Und wir machen das über den Transfermarkt. Das kann nämlich noch teurer werden. Wenn man ein Icon-Pack discardet, weiß man von vornherein, man stößt eine halbe Million ab. Man bezahlt ja eine halbe Million für das Pack. Und was am Ende kommt, ob es ein Larsen oder ein Pelé ist, macht für dich keinen Unterschied. Du hast eine halbe Million bezahlt. Bei uns ist das Risiko gerade auf einem anderen Level. Es kann hier eine Icon kommen, die 100.000 kostet. Es kann aber auch eine Icon kommen, die 10 Millionen kostet. Und da muss ich sogar noch Spieler verkaufen, damit ich die Icon discarden kann. 3, 2, 1. Oh, ich kann nicht hingucken, ich kann hingucken. Ist es schon offen? Das ist sogar eine großzügige Seite. Es ist Veron 90. Es ist Veron 90, das ist vollkommen in Ordnung. 7 hat auch ein paar Mal im Chat gesagt. Ey, ich habe überlegt, 3 oder 7. Die 7 wäre eine Million gewesen. Bei der 7 wäre es einfach eine Million gewesen. Ey, wir haben, glaube ich, einen der billigsten von der Seite. Okay, nicht ganz. Wir haben so ein Mittelding. Ja, okay, für ein Prime ist es echt lächerlich. Das ist in Ordnung. Dann tun wir den SBC. 11, perfekt. Was waren die 11? Ich weiß gar nicht. So, mir ist gerade aufgefallen, dass hier sogar der Prime von Veron, also es hätte uns besser treffen können, wäre es der Baby oder der Mittlere gewesen, aber auch der Prime war jetzt nicht mega teuer. Den hauen wir weg in dieser SBC, war auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Hier live im Stream, komplett riskiert, den gesamten Account bis zu 15 Millionen zu verlieren. Aber, ja, es ist in Ordnung. Er ist weg, Veron ist rutschen gegangen. Wir machen ein wenig Triffe Discarded live im Stream und das ist das Team, mit dem es rangeht. Und man sieht, wir riskieren richtig. Wir haben hier einen Zidane, der mehrere Millionen kostet. Wir haben einen Dybala-Player-Moments, den man nicht wiederkriegen kann und andere geile Karten wie Suarez-Player-Moments, der ist ja hier Icon. Ein paar Food What If-Player, weil das ja das aktuelle Event ist. Ein Lorente in Form, der 250.000 kostet und. Mittelfeld in Angriff, jeder muss treffen. Wer von dem nicht trifft, wird abgestoßen. Pro Gegentor wird ein Verteidiger abgestoßen und bei der Niederlage der Keeper. Ihr kennt das Format, live im Stream. Wir suchen uns den Gegner raus. Ich hoffe, wenigstens hier können wir ein bisschen was retten und mit einem blauen Auge davonkommen. Fresh RTG, der hat ein krankes Team. Das könnte so ein hartes Game werden. Ich glaube, wir kriegen Gegentore. Ich hoffe, wir machen einige Tore. Shit! Ja. Boah, der Druck ist da. Zidane, komm. Ja, Zinedine! Zidane! Let's go! Was ein Drag Big Fake. Der kam aus der Hölle. Und... mit Liebe setze ich da doch jetzt ein grünes Häkchen hin bei der Nummer 7. Bob! Er darf bleiben. Den allerwichtigsten hätten wir schon mal gesaved, aber wir mussten kämpfen dafür. Wir mussten kämpfen, Mann. Ah, kurz.
rein damit. Das ist kein Offensivspieler. Limelus! Limelus! Er darf bleiben. Wir haben einen schönen What-If-Player gerettet. Da ist er, da ist er. Nein, ja! Was, der kommt? Dybala! Wie kam dieser Pass an? Uiuiui, und der Gegner drückt Pause. Der Gegner drückt Start. Was geht denn hier ab? Was passiert denn hier? Der Rage Quit vom Gegner. Dankeschön. Oh, wir haben ein Game. Real 93 als Leihspieler, frech. Maradona, Ronaldo, alles mit dabei. Das Match geht bis zur 55. Dann ist es vorbei, dann werden wir quitten. Alles, was bis dahin passiert, zählt. Renn, er rennt an uns vorbei. Sehr gut. Zidane ist halt schon gerettet. Okay, wir haben freie Wahl. Wen wollen wir retten? Wir haben freie Wahl. Bei dem Elfmeter, wen lassen wir schießen? Wir haben Suarez, Ferreira, Desailly. Okay, wir haben Desailly noch offen. Wir müssen Desailly nehmen. Desailly, bitte enttäusch mich nicht. Ich bin am Wackeln. Ja! Ich dachte nicht, dass es was wird. Ich glaube, ohne Elfmeter hätten wir den auch niemals gerettet. Desailly! Ja. Welcome. Er darf bleiben, Ehrenmann. Oh, wir haben nochmal Platz. Das ist Desailly. Den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jemand anderen hier vorne. Schieß! Oh mein Gott, Lorente! Oh mein Gott, Lorente! Du bist so ein Haufen Müll. Das ist der letzte Angriff der Partie. Lorente macht den nicht. Es gibt nochmal einen Eckball. Es gibt nochmal einen letzten Eckball. Aber hier ist auch kein Lorente oder so. Wenn bei jetzt noch einmal ins Aus geht, ist es durch. Ach du Scheiße, Mann. Ich will mal zwei Spieler kurz. Ich hab eine wilde Idee. Das war's. Das Game ist durch. Das Game ist durch. Die restlichen Spieler müssen abgestoßen werden. Ach du Scheiße, was ist das für eine Eckball-Taktik? Lorente hätten wir auf jeden Fall auch noch retten können. Suarez, Ferreira. Enger mussten wir am Ende fliegen lassen, leider, weil die Zeit gerannt ist, weil wir 1000 Schüsse hatten und keine Tore gemacht haben. So ein Müll, ey. Wäre der erste Gegner nicht gequittet, hätten wir safe alle gerettet. So, da sind sie, die Spieler, die auf Reise gehen müssen. Und da schicken wir sie auch schon ab. Also was wir in diesem Stream bisher innerhalb von 2 Stunden auf Reise gegangen ist, das kannst du ehrlich niemandem erzählen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz verrückter Stream. Und ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, EA, dass die weggehen. Es gibt nochmal ein Dead or Alive. Wir haben 10 50k Packs. Und die Hälfte davon behalten wir. Die Hälfte wird discarded. Wir müssen natürlich im Vornherein sagen, ob wir ein Pack behalten oder discarden. Das erste, würde ich sagen, ist direkt ein Discard-Pack. Wobei, so wie der Stream hier bisher läuft, ja, wird wahrscheinlich jetzt ein Prime Michael Moments oder so hier rauskommen. Oh, kein Walkout. Okay, okay. Das ist nice. Das Pack kann man wegwerfen. Insofern es kein Spieler ist, der über, ja, 50k kostet, werde ich jetzt auch nicht ein SBC tun, sondern einfach so wegknüppeln, weil hier ein SBC lohnt sich jetzt nicht so sehr. Das zweites Pack wird auch ein Discard-Pack. Nummer 2. Da wollen wir schon mal die Discard-Packs so ein bisschen weg haben. Komm. Ja! Boah, ich hab's schon vor mir gesehen, wie die Lampe aus ist. Okay, okay. Gute Entscheidungen bisher wurden getroffen. Dann sollen Jerome, Süle, okay, der ist dann doch wieder ein bisschen was wert. Aber so ein Süle. Ja, ich kann weg. Szene weg. Ein guter Call auf jeden Fall. Was sagt ihr, das Set behalten oder was? Eigentlich schon, oder? Ja. Nummer 3 behalten, sagt der Chat. Der wird Nummer 3 behalten. Erstmal ein Walkout wäre schon mal ein guter Anfang, so. Und den hätte man auch wegwerfen können, so. Das war jetzt nicht nötig, den zu behalten. Es ist Vela. Nee. Okay. Es ist Jimenez. Ist jetzt auch nicht so super cool. Also er könnte 8k oder so bringen. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also es ist besser, den zu behalten, als ihn wegzuwerfen, was jetzt auch nichts Weltbewegendes. Nummer 4. Irgendwann müssen die Walkouts kommen. Ich muss den behalten. Ich muss den behalten. Irgendwann müssen ja Walkouts kommen. Wenn jetzt keiner kommt, dann habe ich gleich richtig Angst vor denen danach. Nein, nein, nein. Es ist safe. 1, 2 Walkouts kommen, vielleicht ein Special Card, vielleicht eine Icon. Und wir verschwenden für David Luiz ein Pack, das wir behalten. Mit Thiago Silva. 85, okay, okay, bringt auch ein paar Münzen. Haben schon schlechtere Packs hier gesehen. Aber trotzdem ist das jetzt an sich nicht das Wahre. Aber 25.000
Wir haben uns bisher schon, von den vier haben wir uns für die zwei besseren entschieden. Das ist okay. Okay, jetzt brauche ich eure Hilfe. Behalten oder discarden? Schreibt mal in den Chat. Dieses Pack, behalten oder discarden? Was sagt ihr? Puh, okay. Diesmal ist sich der Chat nicht einig. Einige sagen behalten, einige sagen discarden. Das ist ein 50-50-Ding. Eigentlich muss jetzt ein Walkout kommen. Aber wenn ich jetzt sage behalten und keiner kommt, dann habe ich Angst, dass danach einer kommt. Komm, wir discarden den. Oh, bitte nein. Bitte nein. Ja, okay, am Ende gehen wir durch die ganzen Packs und haben ehrlich keinen einzigen Walker. Aber nice, das ist das Discard-Pack. Das ist Altor. Kommt ja richtig entschieden, beste Entscheidung ever. Das Pack ist maximaler Müll. Ciao, Leute, ciao. Okay, das ist jetzt eine logische Angelegenheit, dass wir das Pack behalten, oder? Sind wir das Discarden und die letzten beiden behalten? Komm, wir discarden das. Wir discarden das und behalten die letzten beiden. So, jetzt habe ich einen Call gemacht. Zack, notiert. Vier discarded, kein Walkout. Nein, nicht Stürmer. Mittelstürmer. Oh, es ist okay. Oh mein Gott, aber es ist auch nicht so nice. Es sind viele Coins, man, 89er sind echt viel wert. Ich wollte die Discard-Packs hinter mir haben, ich habe sie jetzt hinter mir. Mit einem weiteren Discard, der schmerzt. Lass nichts hinter sein. Ui. Ja. 80.000, Mann. 80.000 sind 80.000. Ja, die tun wir alle nach unten. Wir merken uns Coutinho, Fernandinho, Benzema, die kriegen ihre SBC. So, hier haben wir die SBC. Hier haben wir ja die ganzen Spieler mit dabei, wie Benzema, Fernandinho und Coutinho. Also wahrscheinlich insgesamt zusammengerechnet sogar 100k wert. Ah, moin. Nochmal einfach 100k wegklatschen. Hat da irgendjemand mal was Gutes dran gezogen? Ich glaube nicht. Ja, viel Nachteil. So, wir haben zwei Sets jetzt, die wir keepen dürfen. Die gehören uns. Machen wir nochmal einen Walkout hier. Fürs Feeling. Dass wir jetzt auch nochmal einen Walkout behalten dürfen. Nein. Inform, okay. Aber wahrscheinlich ein Inform, der am Ende genauso viel wert ist wie sein Discard-Preis. Also bringt es gar nichts, den zu behalten. Aber immer nochmal eine Special Card. Starzinski. Warte, Name, ey. Warte, Name. Parejo. Wow, 30k. 10k. Okay, auch nochmal 50k mit diesem Pack gemacht. Ja, okay, ist nicht schlecht. Und das letzte Pack, das wir behalten dürfen. Und dann haben wir alles gemeistert. Dann war das auf jeden Fall, ja, eine noch härtere Discard-Challenge. Das letztes Mal im Stream, wo es schon eine harte Discard-Challenge war. Wir können leider nicht nochmal was Nices mitnehmen. Wir haben viel Nices gehen lassen. Aber es war insgesamt ein richtig intenser Stream, was zu den Discard, ja, die Discard-Formate anging. Yes. So, das können wir nochmal alles behalten hier. Subscriber Showdown um Pelé Prime Moments und die ersten Tipps sind im Chat. Satar ist der, der heute hier ran darf und seine Tipps für die ersten beiden Spieler sind Neymar und Messi. Er geht mit richtig, richtig starken Spielern. Wir gucken, ob die richtig sind. Der erste Spieler vorne links ist leider nicht Neymar, sondern sein Teamkamerad Mbappé. In der Champions League Man of the Match Version. Und auf der rechten Seite haben wir einen Spieler aus der Bundesliga, nämlich Reyna auf der rechten Seite. So, die waren ein bisschen tricky. Mit Glück hätte man davon einen mitnehmen können. Aber ab jetzt wird es natürlich deutlich einfacher. Erst recht, weil alles bisher orange ist und jeder hier noch links braucht. Wir brauchen als nächstes die drei Mittelfeldspieler. Alle drei im Mittelfeld. Linker ZM, mittlerer ZM, rechter ZM. Wie gesagt, der Lachs besteht hier aus mehreren Ligen. Oh, die nächsten drei Tipps sind eingegangen, nämlich Camavinga, Marquinhos und Brandt. So, er geht also davon aus, dass wir hier mit Spielern aus der französischen Liga gehen. Ist naheliegend. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass das nicht der Fall ist. Linker ZM. Ist ein Franzose, ein absolutes Monster. Die Road to the Final Card von Sissoko. Und ja, dementsprechend haben wir daneben auch einen, der zu ihm passt. Das ist für Mino in seiner Freeze-Karte auch ein absolutes Monster. Und jetzt war das letzte Tipp hier im Mittelfeld. Brandt und Brandt befindet sich im Mittelfeld. Wir haben den ersten richtigen Tipp und es sind schon mal 20 Euro mindestens. Die hier rausgehen, auch eine nice Road to the Final Karte. Wir können schon mal die Punkte eintragen. Ein Punkt hat er.
20 Euro hat er sicher. Auch er geht hier mit Geld raus. Und es kann noch mehr werden. Wir haben noch 5 Spieler übrig. 2 davon richtig. Dann sind wir bei 40. Dann verdoppeln wir. Wir kommen zu den beiden Außenverteidigern. Rechtsverteidiger und Linksverteidiger wird gesucht. Und die beiden Tipps, die Sattar abgegeben hat, sind Dingy und Wolf. Wir gehen rein. Wir fangen auf der rechten Seite an. Auf der Bundesliga-Seite hat er bisher gut getippt. Es geht so weiter. Es geht so weiter. Ich habe ja gesagt, es ist ein Full-Special-Card-Team. Da macht der In vom Wolf sich auf der Rechtsverteidigerposition gut. Der ist richtig. 2. Punkt. Und jetzt kratzt er schon an dem nächsten Meilenstein. Es sind sogar auch 5 richtige locker drin bei 4 Tipps. Davon 2 richtig zu haben. Wir nehmen den Linksverteidiger als erstes. Und der Linksverteidiger, er sagt Dinier. Der Linksverteidiger ist der Team of the Year Nominee von Robertson. Aber trotzdem 2 Punkte. Die letzten 3 Spieler. Erhöht er sein Preisgeld? Nochmals die Frage. Fabinho, Ederson und Kabak hat er genannt. Kabak hat ja einen Europa League Man of the Match bekommen. Wäre eine sehr, sehr interessante Karte für dieses Team. Aber der erste, der geht schon mal in eine ganz andere Richtung. Denn wir sind hier in der Bundesliga geblieben. LW, die ist die Nummer 1. Kann man den Inform nehmen, weil die Karte sieht irgendwie cool aus. Deswegen nehmen wir die. Damit kann man sagen, er liegt natürlich auch mit dem Torhüter falsch. Ganz andere Liga. Wir haben hier Jan Sommer im Kasten. Damit gut, einen guten Trick angewandt hier, dass er dachte, der Rest wäre Premier League. Und jetzt hat er noch Fabinho und Kabak. Wir brauchen hier einen Liverpool-Spieler. 50-50, denn Van Dijk, Gomez, Fabinho und Kabak gibt es. Es ist einer von den beiden, die er hat. Es ist einer von den beiden, die er nicht hat. Das Ding sieht so aus. Er liegt richtig mit seinem Fabinho-Tipp. Er liegt mit Fabinho richtig und erhöht auf 40 Euro. Ganz entspannt innerhalb von 10 Minuten hier in einem Subscriber-Showdown gegen mich gewonnen. Respekt, Sattar. Starke Leistung. 40 Euro an dich. Gehen raus. Aber bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Dann kriegst du den Code dort zugesendet. Das war's auch schon seit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, morgen Lucid Dreams. Und check gerne die Instagram-Seite von Lucid Dreams ab. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.